Moin Moin und willkommen zurück zu Reason. Reason! Ja. Musste kurz was schauen. So, bei der letzten Folge waren wir in der Ruine da kurz drin. War so ein kleiner Noah. Haben dann dort einen Novizen gefunden und ja. Hier waren noch ein paar Monster. Jetzt gehen wir weiter zum Vulkanfestung. Erstmal speichern. Ich bin immer gespannt, was da so kommt alles. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir da so schnell rauskommen wie hier Hafenstadt. Kann sein, dass die uns da ein bisschen festhalten werden dann. Aber mal gucken. Paul! Ah, der Paul! Und was machst du hier? Und was machst du hier? Nach was sieht's denn aus? Ich stehe mir die Beine in den Bauch. Das ist nicht gerade der sicherste Job. Wenn die Viecher kommen, bin ich der Erste, der gefressen wird. Oh. Warum haust du nicht ab? Glaubst du, daran habe ich noch nicht gedacht? Aber für mich ist es zu spät. Einmal Rekrut, immer Rekrut. Wenn ich in die Stadt gehe, werde ich sofort wieder zurückgebracht. Ich könnte mich höchstens in einer dunklen, kalten Höhle verkriechen. Nee, danke. Da ziehe ich die Vulkanfestung vor. Deine Monster sind erledigt. Wirklich? Du hast gegen diese Schrecklichen... Du hast dich ihnen gestellt? Gnome. Ja. Es war eine Bande von kleinen Gnomen. Oha. Gnome? Bist du sicher? Sehr sicher. Ich meine... Danke. Na gut. Hör mal. Es ist vielleicht besser, wenn wir das nicht an die große Glocke hängen. Waren ja nur ein paar Gnome, oder? Schon gut. Danke. Ich habe hier auch noch ein paar Münzen für dich. 25 Gold nur, ne? Das ist aber ein bisschen wenig, komm. Wir beklauen ihn mal. Hinter dir, ein schreckliches Monster! Was? Wie? Wo? Mann, Mann, mach nicht so einen Scheiß mit mir! Du willst, ein Stab hat mehr Wert. Heldenkrone, okay. Die haben wir schon getötet, ja. Der Paul hat ein bisschen Schiss. Hallo! Ah, ein weiterer Freiwilliger. Santiago. Ich muss mit dem Inquisitor reden. Na klar. Und warum sollte Inquisitor Mendoza, der Anführer des Ordens der Heiligen Flamme, mit einer Wurst wie dir reden wollen? Was? Ein Wurst? Ich bringe eine Botschaft von Don Esteban. Das sagst du. Vielleicht bist du aber auch hier, um den Inquisitor zu töten. Glaubst du wirklich, eine Wurst wie ich könnte den Inquisitor töten? Wohl nicht. Also gut, ich lass dich rein. Aber wehe, du machst Ärger. Oh, wir sind jetzt drinne, Leute. Oh. Bin ich aber sehr weit reingekommen, oder was? Ich kann nicht mehr raus, oh nein. Aha, ein weiterer Rekrut. Die Wachen haben dich hergebracht, weil du gegen das Gesetz verstoßen hast, nicht wahr? Nein, ich bringe eine Botschaft von Don Esteban. Eine Botschaft? Gut, ich werde sie dem Inquisitor überbringen. Nee, nee. Nein, ich muss selbst mit ihm sprechen. So ist es. Hm. Na schön. Inquisitor Mendoza ist in der Heiligen Halle. Während deines Aufenthalts darfst du dich in der Festung frei bewegen. Ich hoffe für dich, du weißt dieses Privileg zu würdigen. Wie komme ich zur Heiligen Halle? Hm, es ist wohl besser, wenn ich dir eine Karte gebe, damit du dich nicht verläufst. Wie komme ich hier wieder raus? Gar nicht. Jedenfalls vorerst nicht. Das war so klar. Glaubst du, ich öffne für einen Banditen das Tor? Erst einmal bringst du deine Botschaft zu Mendoza. Dann sehen wir weiter. Das war so klar. Ich will raus, ne? Okay. Palas. Taildor. Oh. Weisheit. Interessant. Auch wenn wir keine Magie benutzen, aber wir nehmen alles mit, ne? Ihr wisst Bescheid. Das am Besen. Ich beklau dir mal hier ein bisschen. Und nochmal von vorne. Der Dietrich ist hin. Und nochmal von vorne. Jawohl. Tja, hat ja nicht viel gemerkt, ne? Warte, den wollte ich ja auch noch beklauen hier hinten. Steht etwas über Magie.
Und nochmal. Geschafft. So, sehr schön. Dann reden wir mal mit dem Kollegen hier. Hab ich das richtig gehört? Du willst mit dem Inquisitor sprechen? Joa. Ja, ich habe eine wichtige Botschaft für ihn. Habt ihr alle Monster besiegt? Sind die Gefahren gebannt? Willst du wirklich wissen, wie es draußen aussieht? Lieber nicht. Warst du schon mal draußen? Ja, aber glaub mir, hier drinnen ist es sicherer als draußen. Wie komme ich hier raus? Pallas öffnet das Tor. Aber er wird es erst tun, wenn Meister Ignatius dich für würdig hält. Okay, das Tor der Festung, okay. Wer ist Meister Ignatius? Hey Mann, ich kann ja verstehen, dass du viele Fragen hast. Aber alles zu seiner Zeit. Du wirst Meister Ignatius schon früh genug kennenlernen. Also mach dir nicht in die Hose und sieh dir erstmal alles in Ruhe an. Alles klar, mache ich dann, ne? Machen wir mal kurz die Karte auf. Du hast doch bestimmt noch was vor. Hier sind wir und da wird wahrscheinlich der heilige Flammenheil sein. Wie hieß das? Heilige Halle? So hieß das, glaube ich, ja. Heilige Halle. Hier ist noch jemand. Bruno. So, kann ich den Schrank öffnen, ohne dass er mich sieht? Die Truhe hier, vielleicht kann ich mich auch einfach bedienen. Okay. Kann mich hier bedienen oder wie soll ich das verstehen? Hey, wenn du mit Mendoza sprichst, sorg doch mal dafür, dass wir Bier bekommen. Du willst nicht wirklich, dass ich das dem Inquisitor sage. Wo ich so drüber nachdenke, vergiss es einfach. Wie komme ich hier wieder raus? Genau das habe ich auch gefragt, als sie mich hier reingeworfen haben. Aber keine Sorge, irgendwann werden sie das Tor öffnen. Irgendwann? Das klingt so weit weg. Nun, Meister Ignatius entscheidet, ob das Tor geöffnet wird. Also mach dich nicht verrückt, sondern sieh dich erstmal in Ruhe um. Ignatius also. Taylor erzählte mir von ihm. Wenn du dich anstrengst, wirst du schon bald vor ihm stehen. Okay. Ah, ist ja noch eine Truhe. Was ist das? Olle, okay. Fisch. Ein bisschen Fisch schadet nie. Boah, hier gibt's ja... Hier war noch was. Okay, hier könnte ich nur runterspringen. Da steht hier jemand. Hallo, hast du einen Namen? Nein. Nett, nett. Da trainieren die alle, die ganzen Novizen. Oh, das kennen wir hier schon. Okay, doki, dann gehen wir mal hier rein und gucken, sprechen können. Hier schon mal nicht. Kato. Hi Kato. Hast du mal ein Stängelkraut? Kauf dir selber was, dann gewöhnst du dich schon mal an die Preise. Okay, sonst konnte ich nichts mit ihm machen, mit Kato. Rennt man, der hat doch eine Kriegerrüstung an. Bronco. Bronco, ist das nicht einer von den drei Brüdern? Nee, okay, gut, hab ich mich vertan. Sieh an, ein Bandit. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber lass meine Rekruten in Ruhe. Hä? Was ist? Okay. Was ist? William, hier ist er! Die haben ihn gepackt. Verdammt nochmal. Du kommst aus dem Sumpf? Dann kennst du bestimmt meinen Bruder Beppo. Na klar. Klar kenne ich Beppo. Lass dich nicht von ihm ärgern. Er ist ziemlich mies drauf. Aber das war schon immer so. Deine Mutter Tilda hat nach dir gefragt. Wirklich? Meine Mutter? Ich hoffe, es geht ihr gut. Ja, sie ist in der Hafenstadt. Ah, sehr gut. Das ist der richtige Ort für sie. Danke für diese gute Nachricht. Das Fass will nicht hier raus irgendwie kommen oder so.
Da bist du, Vitus. Hi, Vitus. Ein Kämpfer der Banditen? Nun gut, ich bin Meister Vitus. Solange du dich anständig verhältst, bist du uns willkommen. Aber wenn du gekommen bist, um Streit zu suchen, verpassen wir dir die Prügel deines Lebens. Was genau heißt anständig? Halte dich aus den Kammern fern. Lass deine Finger bei dir und fang keinen Streit an. Okay, das können wir nicht. kann ich einfach nehmen hier, Apfel? Ja. Den Schmied haben sie auch hier. Carlsen. Ah, ein neues Gesicht. Was willst du? Die sehen auch alle gleich aus hier, ne? Was Schmied angeht. Was hast du denn so für Waffen? Ich habe so einiges. Aber es gibt nichts umsonst. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Alles, was du so gesammelt hast, nehme ich in Zahlung. Was kannst du mir anbieten? Wahrscheinlich gar nichts. Wir kämpfen hier mit Stäben, nicht mit Schwertern. Aber wir können handeln. Mehr kann ich nicht für dich tun. Was ist mit Schmiederohlingen? Kannst du welche besorgen? Ich verkaufe nur noch meine Lagerbestände. Hier in der Vulkanfestung ist einfach kein Bedarf dafür. Ich könnte dir welche herstellen. Allerdings müsstest du die Rohstoffe schon selber herbringen. Ich habe Eisenerz für dich. Was kann ich für dich tun? Ich will einen Rohling für ein Bastardschwert. Hier. Okay. Lass uns handeln. Das ist so Speer. Okay. Beenden, sonst lass uns handeln nicht. Hast du auch richtige Waffen? Was würdest du davon halten, wenn ich dir mal eine von meinen Waffen um die Ohren haue? Dann wirst du schon sehen, wie gut die sind. Schon gut. Schon gut. Genau, wir könnten jetzt ein... darf ich jemand dran, bitte? Ja, einen Apfel mitnehmen. Würde ich gerne ein Bastardschwert schmieden. Halsen. Galsen. Lass mich mal bitte dran. Dann eben nicht. Nein. Ich kann wohl hier alles mitnehmen, wie es scheint. Tucker. Hi, Tucker. Hey, du bist neu hier, was? Ich bin Tucker, Rekrut der Inquisition. Haha, was für ein Hohn. Dieselben Leute, die mich in Ketten gelegt haben, wollen jetzt, dass ich für sie kämpfe. Das scheint dir nicht zu gefallen. Denk doch mal nach. Wenn sie uns schon zum Dienst anziehen, dann ist die Kacke am Dampfen. Und was glaubst du, wird passieren? Das weiß nicht mal der Inquisitor. Aber eins ist klar. Wir Rekruten sind die Ersten, die dran glauben müssen. Jo, stimmt. Das hier. Das ist wie eine Arena. Gibt's hier Arena-Kämpfe? Oh, das wäre geil. Könnte ich die paar auf die Schnauze hauen, die Leuten hier. Hallo Huhn. Gibt's hier sonst noch was irgendwie in der Ecke? Ich schon mal nicht. Wer warst du hier gerade? Kann man mit dir reden? Nee. Nee. Ich möchte hier keinen verpassen, deswegen gucke ich hier ein bisschen genauer hin. Bei den Leuten, die hier vorbeilaufen. Ah, jetzt kann ich hier dran. Upsa. Nee, ein Schwert nicht, aber ein Bastardschwert will ich herstellen. Bis später. Nehmen wir unser Zweihand. Unser Schwertkunst auf. Jetzt verbessert haben, dann können wir das Bastardschwert einhändig tragen. Und das mit einem Schild noch dazu, das wäre dann top. Mal Platz, Kollege. Komm, geh weg. Aha. Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Ah, hier ist noch ein Schleifstein, gut. Sehr schön. Ja, schön. Gute Arbeit.
gucken wir uns erstmal an. Hat auch 50 Schaden, das unten 200 macht 58, okay. Auch Zweihand, glaube ich, ja. War doch so, ja. Okay. Sehr schön. Hier wird nicht geklaut, verstanden? Ja, ja, ja. Ein Erdbeben wieder hier. Alles fackelt hier. Goldschmiede, was könnte ich hier herstellen jetzt? Kämpfer haben wir schon Ring der Stärke. Manchmal Lebensenergie plus 20 plus 3 Stärke. Geschick plus 5, okay. Lilalu. Wer sagt's denn? 117 Gold. Sehr schön. Alles mitnehmen. Wir brauchen Cash und Waffen. Und Lernpunkte. Wir haben jetzt 13 Stück, genau. Muss doch bestimmt hier mal zur Schwertkunst verbessern können, oder? Oder vielleicht auch nicht, das sind ja alle Stabkämpfe nur. Lass gut sein. Okay. So, ich könnte jetzt geradeaus weiter. Ja, dann gehe ich hier mal durch. Du hast doch einen Namen, oder? Yoki. Ich darf mich in der Festung frei bewegen. Ja, aber das heißt nicht, dass du überall rumschnüffeln kannst. Sei lieber vorsichtig. Einige Bereiche sind für dich tabu. Der Friedhof gehört dazu. Wieso das? Also verschwinde. Ich will auf den Friedhof. Ach ja? Und warum sollte ich einen Banditen auf unseren Friedhof lassen? Wie wär's mit Braukraut? Na also, sieht so aus, als würden wir ins Geschäft kommen. Besorg mir 2 Stängel Brauke und ich lass dich durch. Hier sind 2 Stängel Brauke für dich. Sehr gut. Der Friedhof gehört dir. Auf Wachdienst hätte ich ja überhaupt keine Lust. Frag mich mal. Meinst du, mir macht das Spaß, sich hier die Beine in den Bauch zu stehen? Ich sage dir, du fängst an nachzudenken. So genau wollte ich es gar nicht wissen. So, unsere Kräuter haben wir wieder zurück. Ruhe. Ja, geh mal raus, geh da lang. Du. Ah, ist hier nichts Besonderes da gewesen. Schade. Ein paar Pilze hier. So enden wir alle mal. Ja. Das stimmt leider. Oh, ich kann hier graben. Jo, so ein Wunder, ne? Ist auch ein Friedhof. Grabe ich gleich so eine Leiche hier raus. Das wäre. Mach hinne. Hemlers Truhe. Wie soll das sein? 250 Gold. Ey, wie geil. Hemlers, danke. Den werden wir vielleicht auch noch hier treffen. Vielleicht, ein Grab. Vielleicht ist er auch schon tot. So enden wir alle mal. Was war das? Ich habe jetzt nicht gelesen. Verdammt. Wir können jetzt auch hier rein. Speichern. Ruhe in Frieden. Eine Steinplatte? Was kann ich damit machen? Weisheit plus 4, also. Steht etwas über Magie. Okay.
Bringt mir leider nicht viel. Aber... In den alten Tagen lehrte ein Mann die Kunst des Kampfes. Berengir, ein Magier, der den Kampf mit dem Stab meisterlich beherrschte. Er sagte einst zu seinem Schüler, ich kann dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst. Kenn ich schon. Okay. Bisschen noch... Ja? Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt reingehen. Skelett. Boah! Ihr Stück Dietriche. Nicht schlecht. Boah, die haben ja hier gute Zeug. Ein Thron. Deswegen muss man hin. Oh ja. Guck ihn dir an, ey. Ich sehe schon so aus wie ein König, oder? Irgendwann gehört das uns alles uns hier alles vielleicht. Mal schauen. Schlecht, also die Skelette geben hier schöne Sachen. Berengirs Truhe. Ah, da sollte es dieser Held sein. Der eine Magier. Der das Stabkämpfen gemeistert hat. Das ist zu schwierig für mich. Wie? Ach, Stufe 3 brauche ich, oder was? Ich habe nur 2. Ja, verdammt. Verdammt! Ich habe keine Ahnung, bei wem ich das lernen kann, die dritte Stufe. Armer Schlüssel. Dafür durch den Rost lassen sich nur noch Busch am Bär erkennen. Ah, top! Wir haben einen Schlüssel dafür. Das muss für die Truhe hier sein, eigentlich. Ja, sehr schön. Weisheit im Kampf, ein Weg über die Philosophie des Stabkampfes. 100 Gold wert. Ein Quest, okay. Kann ich das selbst lesen? Ich speichere mal lieber ab, lieber. Oh, hier. Okay, also, wenn ihr das durchlesen wollt, dann pausiert einfach das Video und ihr könnt es euch in Ruhe anschauen dann. Ich hab's schnell überflogen nur. Ja. Das wär's dann hier, oder? Das war's dann, ja. Gut, das wär's aber auch für die Folge für heute. Geh kurz hier raus aus dem Friedhof. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.